Und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem neuen Kanal. Ich bin der Korojin und wir spielen Resident Evil RPG Rebirth, einer RPG Maker XP Umsetzung des allerersten Resident Evils. Dieses Spiel lehnt sich sehr stark an die Version für den GameCube an und wurde von Evil Beal und Alinho Allison entwickelt, zwei Portugiesen. Und wurde auch komplett ins Englische übersetzt. Das Spiel gab es damals schon mal in einer quasi nicht ganz fertigen Version und auch komplett auf Portugiesisch, die ich damals auch angespielt habe. Ich kann es leider nicht. Ich habe mich damals mit meinem Resident Evil Wissen, was ich damals noch hatte, von diesem Teil quasi halb durchgekämpft. Und jetzt habe ich gesehen, dass sie das komplett auf Englisch übersetzt haben. Und da wollen wir auch direkt mal losstarten. So, wir haben 4 Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Ich kann euch schon sagen, dass es auf Dangerous schon etwas schwierig ist. Ein bisschen sehr schwierig teilweise. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist dann wirklich das, was er da verspricht. Ihr spielt das Spiel deswegen auf Survivor. Und dann geht's jetzt auch los. See the game introductions. Ja, wollen wir. Wir wollen ja wissen, wie das Ganze funktioniert. Die Kontrollen, ja okay, die sind ganz eindeutig. Switch Character. Man weiß, in den Resident Evil Teilen hat man normalerweise nur einen Charakter. In diesem Spiel ist das etwas anders. Dazu kommen wir aber noch. Das werdet ihr dann später noch sehen. Life. All characters have life points. These points may be decreased when an enemy attacks you in battle or when any stage's feature hits you. To get those points back, you can use green medical herbs or a first aid spray. Certain enemies may cause a poisoning on you that will make you lose some life points each step. For healing, you can use first aid spray, green, red medicinal herbs or even bottles of specific medicines. When a character faints in battle, you can regain his consciousness using mixed herbs or using mixed herbs. So, bin ich ganz fit im Vorlesen, Entschuldigung. In case your mate remains unconscious after the battle, he will be back with one life point. Also jeder Charakter hat Leben. Logisch. Und dieses Leben kann man wieder mit grünen Kräutern oder mit einem Erste-Hilfe-Spray, halt Resident Evil typisch, regenerieren. Vergiftung kann man auch mit einem Erste-Hilfe-Spray heilen oder mit grün-rot gemixten Kräutern. Und wenn ein Charakter im Kampf fällt, taucht er nach dem Kampf mit einem Lebenspunkt wieder auf. Ammunition. All characters have ammunition points. These points may decrease when the character uses a weapon during the battle. Each weapon spends a specific amount of ammunition. Gut, das kann ich euch dann auch noch genauer erklären, bevor wir jetzt zu viel Zeit verplempern. Speichern kann man wieder an. Das ist ziemlich Resident Evil typisch gehalten. Und da sind wir jetzt eine Neuerung. Es gibt Equipment. Und zwar Messer, Westen und Clips. Das Messer, klar, ist eine Mini-Waffe. Kostet nichts. Hatte man in den ursprünglichen Resident Evil Teilen auch.
Die Schutzwesten geben mehr maximales Leben und die Clips mehr Munition. Jetzt kommt auch schon das Intro. Raccoon City. July 1998. An ordinary city with unusual crimes. Bizarre murder cases have recently been occurring in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Raccoon City Police Department, RPD, July 23, 23rd, 1998. Mr. Irons, what is the police doing about the strange murders in the Arklay Mountains? We have prohibited the public access to the mountains for undetermined time. Meanwhile, we are preparing an investigation mission for the STARS team. The Special Tactics and Rescue Service team is prepared for this kind of situations. Don't worry. All right, we have received the coordinates of the hideout of the murderers. We start investigating in the forest zone of Raccoon City in the Arklay Mountains. For now, we send the Bravo team led by Enrico. Remember to always stay in contact through the radio. If something goes wrong, request for backup immediately. All right, Bravo team, follow me. Richard, be careful. Okay, Jill. Some hours later. This is Brad. Alpha team to Bravo team. Answer Bravo team, over. Repeat, this is Alpha team to Bravo team. Is someone there? Over. No answer. All right. Alpha team, we'll start a search for Bravo team tomorrow. Get ready. Raccoon Forest, Arklay Mountains, July 24th, 1998. Alpha team is flying around the forest zone, situated in the northwest of Raccoon City, where they are searching for the helicopter of their compatriots, Bravo team, who disappeared during the mission. Chris, did you find them? No, I haven't found them yet. Look, Chris. It's a Bravo team's helicopter. Nobody's here. But most of the equipment's still inside. Guys, check this out. It's Kevin, Bravo Team's pilot. What might have happened to him? It looks like he was killed by a wolf or something. What was that? Stay on guard.
Jill, watch out! Another one is coming. What are those things? Brad, don't go! There are too many of them. Run! They ran into the mansion where they thought it was safe. Yet. What is this? Wow, what a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it, don't open that door. But Chris is... What was that? Maybe it's Chris. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert. A dining room. Und jetzt haben wir die Kontrolle über Jill Valentine. Ja, die Rettungsmission ist wohl ziemlich in die Hose gegangen. Wir haben einen abgestürzten Helikopter gefunden. Von dem Team, was sie retten sollten. Und wurden von den Hunden angegriffen und sind jetzt in dem Herrenhaus geflüchtet. What? What is this? What is it? Blood. Just see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht Chris' Blut ist. Und ich kann euch sagen, ich weiß noch so einiges aus diesem Resident Evil Teil. Zwar nicht mehr alles, aber einiges. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun. Und da sieht man schon jemanden an etwas nagen. Was das wohl sein mag. Gehen wir mal hin. Und der Zombie greift uns direkt an. Und hier sieht man schon ein RPG-mäßiges Kampfsystem. Wir können entweder das Messer benutzen oder unter Guns quasi wie Fähigkeiten in anderen RPGs unsere Waffe benutzen. Die Beretta, die Jill angelegt hat, würde jetzt ein Ammo Point, also einen Munitionspunkt kosten. Und das machen wir auch mal, denn die ist bedeutend stärker als der Schlag mit dem Messer. Und nochmal unter Zombies hinüber. Und wir haben unseren ersten Zombie getötet. Ja. Kenneth, he's dead. He was being eaten by that man. What the hell is going on here? This is Kenneth from Star's Bravo team. Now it's just a mere shadow of what he was once. Also, Entschuldigung schon mal, wenn ich bei den Dialogen etwas stocke. Das hat nichts mit der englischen Sprache zu tun, sondern vielmehr, dass ich das Spiel im Fenster spiele und dadurch die Schrift etwas klein geraten ist. Aber anders kann ich das irgendwie leider nicht aufnehmen. Barry! Who is him? Watch out, it's a monster! Let me take care of this. Euer Barry stellt sich cool dazwischen. Auch er hat ein Messer, aber wer Barry kennt... Oh, das ist neu, er hat eine Beretta. Barrys berühmte Code Python. Wer kennt sie nicht aus den Resident Evil Spielen? Mit ihr räumt er jeden Gegner einfach so weg.
Einfach mal mit 600 Schaden. Super. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. We'd better go back and report this to Wesker. Barry joined the party. Nee, also ich werde das erstmal so beibehalten, dass ich die englischen Texte vorlese. Sollte da Erklärungsbedarf bestehen, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann will ich schauen, was ich da machen kann. Dass ich das irgendwie unterkriege, dass ich euch noch eine kleine Zusammenfassung gebe mit einer kurzen Übersetzung. Da ich ja schon ein wenig angespielt hatte, kann ich euch sagen, das hier sind super Heilkräuter, die heilen einen komplett von jeglichem Schaden, also die, die hier links stehen, das grüne Gebüsch da, und auch von Vergiftungen, allerdings sind die nur einmal benutzbar. Verbraucht man die, verschwinden die. Deswegen verwahren wir die uns jetzt. Wesker! Help me look for him, Jill. Also, it's automatisch ab. Did you find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it was Wesker's time to disappear. I don't know what's I don't know what's going on. Let's search for him separately. Remember this. Mansion is gigantic. We'll get into trouble if we get lost. Chris? Jill, Barry, you're alive. Chris, it's really you. What happened to Joseph? Well, he didn't made it. But what about Wesker? We don't know. We tried investigating another room, and he suddenly disappeared without leaving any trace. Chris, let's search together for a way out of this mansion. For the Bravo team and for Wesker. Okay. I'll check the first floor. You two go and check the second floor. We'll meet later. Okay, Barry. Chris joined the party. Ja. Jetzt na, haben wir ein. Ja. Wir haben ein Menü. Resident Evil typisch. Das Menü mit den Items. Ein Farbband haben wir zum Speichern. Ammo-Boxen. Damit füllen wir unsere Munition wieder auf. Für den Charakter. Ein Radio und das Erste-Hilfe-Spray. Super gemacht. Hier sehen wir, wir haben Jill und Chris RPG-mäßig in der Gruppe. Die Maps haben wir noch nicht. Falls das die Game Instructions, können wir auch nochmal reingucken. Equipment. Das Messer. Der Body Armor würde dann die Westen sein und die und das Magazin. Können sogar laufen. Das ist echt cool. Aber wo geht's denn jetzt lang? Na, ich kann mich an etwas erinnern. Nein, das war es nicht. Da war es. Ah, wie ist das denn? Jetzt, ich weiß. Ups. Ich glaube, ich gehe ja noch mal kurz raus, damit das wieder an der richtigen Stelle steht. Hopp. So. Wie muss man das denn hinstellen? Ah, so. Jetzt haben wir die Karte.
Und man hörte schon, hier schlurft etwas rum. Und da ist er. Ein Zombie! Der direkt aufholt und uns angreift. Wenn wir ihn mit unseren Berettas töten. Nochmal. Er ist ja schon tot. So, und hier war noch irgendwo. Da ist das Farbband, genau. Und die gemischten Kräuter. A rope. Don't need it. Ja, warum auch? Pff. Könnte ja nützlich sein. So, das war auch schon alles, was ich hier holen wollte. Nein, 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 da würde ich noch nicht hin. Ich muss dazu sagen, soweit ich das noch weiß, es ist nicht genau wie die GameCube-Version. Also es wurde einiges, ja, komm mal an dem Sofa vorbei, einiges auch neu gemacht und sogar einiges von den Büchern übernommen. Beziehungsweise von dem Buch aus dem ersten, von dem ersten Teil, es gibt ja auch einen Roman. Dieses Briefing am Anfang, das kam im Spiel gar nicht vor. Das wurde im Buch erklärt. Das finde ich, haben die beiden Entwickler ziemlich gut hingekriegt. You found the blue jewel. Ja, der blaue Stein. Können wir später gut gebrauchen. Gut, das war eine sehr gute Einführung. Wir haben das Intro gesehen, haben schon unsere ersten Zombies platt gemacht. Gesehen, dass unsere Kameraden aus dem anderen Team gestorben sind. Jedenfalls mindestens zwei. Und dann würde ich mal sagen, dass wir an dieser Stelle einen Cut machen. Und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bei Let's Play Resident Evil RPG Rebirth. Wenn euch das Let's Play gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und gegebenenfalls ein Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.